Dieser jemand bin wahrscheinlich ich oder ist wer David. Only one up stake. His office 108. What the fuck, ja? Die wollten was von mir. Ein Riss. Ja, können wir gleich machen. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Gleich. Erstmal möchte ich sicher gehen, dass ich hier alles eingesammelt habe. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Oh. So. Dann. Ja, das nehme ich nur. Warte, was? Sieh in das Teleskop und dreh dich dabei. Moment, nimm mal das Scharfschützengewehr. Okay. Schauen wir mal kurz. Was meinte der damit? Ups. Hä? Achso, das da unten meinte er, oder was? Jetzt auf dem Scope. Ich weiß nicht ganz, was er meint. Egal, Spalte geöffnet. Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Profil. Und Madame Lotes? Zudem ist der Mann einigermaßen stabil. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Die war stinkig. Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind. Wie hast du das vorhin gemeint, Lady Comstock? Oh, gut, gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von. Ich weiß nicht. Von einem Tier? Vielleicht von so einem Songbird? Könnte sein. So, also jetzt nochmal. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Tja, ja. Ja, ich würde gerne mal mehr Waffen ausprobieren, aber... Ich hab... Moment, was haben wir da? Schockdauer. Ja, ich würde gerne mal mehr Waffen ausprobieren, aber... Naja, irgendwie, keine Ahnung. Bronco Boost will ich auch noch haben. An sich habe ich schon alle aufgerüstet, die mir gefallen. Den Rest mache ich bei Gelegenheit. So, also, ab zum nächsten Geld. Woo! So, Columbia. Okay. Leider. Geld. The founders will bleed. Ah, okay. Ah, ha. Ja, schon klar. Die Bank ist hier. Oder? Wusste ich doch. Oh. Woo!
Das war witzig. Na, der da. Kommt! Wer zur Hölle hat hier gerade. Hier ist doch irgendwo noch ein Dicker. Deine Leiche braten wir am Spieß. Ja, was? Wo zur Hölle ist denn der? So. Oh, Mann, ey. Und tschüss. Alter, das ist echt heftig. Hier mit, wenn man Dings erstmal voll aufgerüstet hat und so. Mit Explosiv und Feuerschaden dann noch. Das haut schon ganz anständig rein. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Hier, gut aufheben. Juhu, eine Münze. Wie viel diesmal? Naja, 20. Was zur Hölle war das gerade? Nein, 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 überspringen. Hui. Kennen wir ja schon. Oh, das ist neu. Gesundheitspilz, Geld. Hab ich alles. Ich muss kurz überlegen. Enter. Nichts wie weg hier. Düm, düm. Haupthalle der Bank des Propheten. Established 1894. Oh, sind da, cool. So. Obere Ebene hake ich mal zuerst ab. Frachthaken kann ich dort drüben hinmachen. Cool, beide tot. Nein. Nein! Ja. Ich kann nichts finden. Brauchst du nicht, noch geht's. Alle Schweine sterben. Ich hab Munition. Nein, nein, nein. Scheiße. Hier, bitte. Danke. Scheinen zum Tresor zu führen. Dann hat er da wahrscheinlich ein bisschen mehr drin als nur ein bisschen Kohle. So. Plündern, plündern, plündern. Oh, fette Blutlache hier. Und safe. Das ist was für dich. Hm, mal schauen. Na, geht doch. Bitte. Ich habe Geld gefunden. Cool, noch mehr Geld. Noch eine Kasse. Ja, ist eine Bank. Da findet man natürlich viel Geld. So. Da ist noch Salz, sehe ich gerade. Und da ist noch Geld. Ah, cool, das war's hier schon. Dann weiß ich nicht, warum ich hier nochmal. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Kranker Scheiß. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja. Hat durchaus seine Vorteile.
So, Gesundheit. Nee, den brauche ich nicht. Ich lerne das irgendwann sicher auch noch mit den unterschiedlichen, was das für Läden sind hier im Einzelnen. Okay, da kann ich nicht durch. Aber klar. Nur zu, ich komme zurecht. Okay. Was haben wir hier? Da können wir auch nicht rein. Gut. Da möchte ich aber noch rein, denn da war ich noch nicht. So, dann wollen wir mal. Zack, zack. Zack. Och, das war's. Okay, gut. Ich glaube, soweit habe ich hier alles. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Eine Kiste. Juhu. Und noch eine. Jawohl, mehr Geld. Immer her mit dem Geld. So. Führen da lang, dann gehe ich mal hier lang. Okay, hier kann ich auch noch lang. Sieh einer an. Ja, ich sehe es mir sofort an. Erstmal noch kurz hier. Hm? Die Tür geht immer noch nicht auf. Hopp. So. Sieh mal einer an. Was gibt's hier denn anzusehen? Oh, cool. 3 Lockpicks. Es sah gerade aus, als wäre sie blond. Hui. Der sieht tot aus. Die sehen alle hier ein bisschen tot aus. Jawohl, mehr Geld. Alles meins. Ja, neue Stiefel irgendwas. Ich guck mir die mal kurz an. So, Stiefel. Overkill haben wir derzeit. Beim Töten mit exzessiven Schaden werden neue Feinde betäubt. Tunnelblick, das war das, ne? Nee. Tod von oben? Nee. Kerngesund? Nee. Newton'sches Gesetz. Das hab ich. Nee, finde ich nicht gut. Ich bleib bei meinem aktuellen. Die Konstellation gefällt mir eigentlich ganz gut. Brauchen wir Geld? Immer doch. Also mal sehen. Tippe 3 Buchstaben für Stimme. 3 Buchstaben? V-O-X. Los, die Schreibmaschine. Ah. Nice. Juhu. Ja, Schild mal auf Maximum Fett, ne? Oh. Würde ich sagen. Mörder. Aber das kann nicht sein. Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert, wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Okay. Was für ein Monster ist jetzt gemeint? Hm. Und war die, Frau von Comstock, also Frau Comstock, wie Miss Comstock, Mrs. Comstock? Ach egal, war die etwa so auch bei den Vox Populi? Vielleicht sogar die Gründerin oder so? Musste deswegen aus dem Weg geschafft werden? Weil ich meine, gerade war da, ja, sie gerade im Versteck quasi von den Vox Populi. Also irgendwie wird das wohl schon einen Grund haben. Da lang soll ich? Nee, nee, nee. Erstmal gehe ich hier lang und leer. Schade. Okay, jetzt.